Das neue Battle Royale Game Rumbleverse von Epic Games ist gestern offiziell gelauncht und überall gratis. Und deswegen mache ich im heutigen Video einen kompletten Anfängerguide zu Rumbleverse. Ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, euch das Spiel runterzuladen auf eurem PC oder auf eurer PS4 oder Xbox oder was auch immer. Es ist gratis und ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein Hype-Spiel wird. Also installiert es schon mal. Und jetzt viel Spaß mit den ganzen Tipps. Erstmal müsst ihr natürlich wissen, wo was in Rumbleverse so passiert. Und zwar ist es ein Battle Royale, wo eben 40 Leute in eine Runde reinkommen. Man kann auch Duo spielen. Und dann fliegt man eben genauso wie in Fortnite in eine Stadt, wo man dann immer in verschiedenen Bereichen sein kann. Es gibt auch eine Zone. Und ja, dann ist es quasi ein ganz normales Spiel, aber ohne Waffen, aber nur mit Boxen und Attacken, aber nicht mit Waffen. Ich würde sagen, ich zeige euch und erkläre euch direkt jetzt mal alle verschiedenen Attacken. Die Basic-Attacke ist einfach nur, irgendein Item zu werfen, was ihr in der Hand habt. Man kann eigentlich alle Items werfen, aber eigentlich bringt es bei den meisten gar nichts. Und mit der gleichen Taste könnt ihr auch 3 Schläge hintereinander auf einen Gegner machen. Also so eine Dreier-Kombo beim letzten Schlag natürlich ein bisschen höher. Es macht nicht so viel Schaden im Gegensatz zu den anderen Attacken, aber ist so die Basic-Attacke. Und das macht man ganz normal mit eben der Stießtaste auf allen Plattformen. Dann kann man auch noch dodgen, also ausweichen, und das kann man nach links und rechts machen. Außerdem kann man auch noch blocken. Dann aktiviert sich so ein Schild um einen rum, das die meisten Attacken abhält, also dass ihr einfach keinen Schaden mehr bekommt. Aber manche Attacken können einen trotzdem angreifen. Und dann wird man eben aus dem Schild rausgeschlagen. Dann gibt es noch die Vicious-Attacke. Und das ist quasi so eine sehr, sehr gute Standard-Attacke. Also damit könnt ihr die Gegner, wenn ihr dabei noch springt, komplett wegballern. Oder eben auch so gegen die rennen. Also das ist einfach so eine Smash-Attacke, sage ich jetzt mal. Dann kann man natürlich noch ganz normal springen. Und wenn man zwei miteinander springt, ist der zweite Sprung höher. Dann gibt es auch noch den Interact-Button, also das wie bei Fortnite zum Beispiel jetzt auf Tastatur E, wenn man das nicht umgestellt hat, wo man mit die meisten Sachen machen kann. Aber hier ist das jetzt als Vorstellung F auf Tastatur und damit kann man dann zum Beispiel klettern, also man kann alles hochklettern. Und ein kleiner Tipp, wenn man beim Hochklettern von irgendeinem Hochhaus dabei springt, dann ist man schneller. Und mit dieser Taste, also zum Beispiel F, kann man halt dann auch andere Sachen machen, also Sachen aufsammeln und sowas. Und dann kann man auch noch dashen, kann man quasi auch einfach sprinten nennen. Und wenn ihr das macht, könnt ihr mega schnell sprinten, nur für eine kurze Zeit. Und wenn ihr dabei springt, seid ihr dann auch nochmal viel schneller. Und so könnt ihr einfach vor Gegnern abhauen oder auch Gegner pushen. Wenn man dann in der Runde ist, hat man auf jeden Fall 4 Item-Slots, wo Sachen rein können. Dann hat man 2 Plätze für Fähigkeiten, die man erlernen kann. Und außerdem hat man eine Ausdauerbar und eine Lebensbar. Ausdauer verwendet man quasi für alles wie schnell sprinten, klettern oder auch verschiedene Attacken. Und das geht dann halt bei jeder Sache, die man macht, bei manchen mehr, bei manchen weniger, runter und füllt sich aber auch direkt wieder auf. Da gibt es aber auch noch Sachen, die das Beste machen, dazu kommen wir gleich noch. Und die Lebensbalken, man hat immer 1000 am Anfang. Aber da kann man auch noch mehr bekommen. Denn es gibt natürlich auch Lootboxen. Und wenn man die kaputt schlägt, kommt da Loot raus. Es gibt verschiedene seltene, aber aus jedem kommt immer eigentlich guter Loot raus. Aber es gibt jetzt nicht so viele verschiedene Sachen. Also es gibt halt verschiedene Items und zwar verschiedene Drinks, so wie Minis und Biggies in Fortnite. Das ist zum Beispiel sowas wie Herzpulver. Und wenn man das trinkt, dann hat man insgesamt mehr Leben. Also dann hat man nicht mehr 1000 Leben Max, sondern 1100. Und das kann man eben öfters trinken. Ich bin mir nicht sicher, ob man es unendlich oft trinken kann, aber man kann auf jeden Fall ordentlich Leben damit auffüllen. Also nicht auffüllen, sondern das Cap erhöhen. Es gibt aber auch noch andere Drinks, die zum Beispiel mehr Schaden, die dann zum Beispiel bewirken, dass man danach mit allen Attacken mehr Schaden macht oder dass man schneller die Ausdauer, wie eben gesagt, hochgeht. Also die geht generell schnell hoch, aber wenn man dann die Ausdauer verbraucht hat, geht die noch schneller hoch. Was aber das Wichtigste ist, was es auch in so Automaten gibt, die man dann öffnen kann, und zwar Proteinpots, so heißen dann eben die Automaten. Und dort gibt es eben 3 verschiedene Getränke, einmal Core, Arm und Legs. Und die bewirken eben, dass sich eure Stats erhöhen, also wie viel Schaden ihr macht und so. Und die sieht man, und da sieht man 3 Symbole unten rechts. Und die erhöhen sich eben pro Proteinpot, den man eben trinkt, also Core, Arm oder Leg. Und durch Core erhöht sich dein Leben, durch Arm der Schaden und durch Legs die Ausdauer. Und dann kann man auch noch in Kisten Chickens finden, also Hähnchen. Dort gibt es einmal das kleine Hähnchen, also ein Hähnchenbollen und ein ganzes Hähnchen. Das ganze Hähnchen gibt natürlich mehr Leben und eben das kleine Hähnchen weniger.
Das ist das einzige, wo man Green Hill heilen kann. Und das kann man eben durch Items finden oder auch durch so Chicken Wagen, die man dann looten kann. Und das ist auf jeden Fall mega wichtig, dass ihr das in eurem Inventar habt, damit ihr euch eben, wenn ihr lower im Fight seid, healen könnt oder auch wenn ihr einen Fight geschafft habt und dann low seid. Das Wichtigste, was man aber in den Kisten noch finden kann, sind die Bücher, mit denen man Fähigkeiten erlernen kann. Es gibt verschiedene Fähigkeiten und auch verschiedene Bücher natürlich. Es gibt nämlich einmal grüne, blaue und lilane Bücher. Die lilanen sind natürlich die besten. Und in diesen ganzen verschiedenen Büchern, die immer zufällig sind, wie die in den Kisten sind, gibt es dann verschiedene Fähigkeiten. Desto öfter ihr spielt, desto mehr kennt ihr dann die Fähigkeiten. Es gibt natürlich nicht unendlich viele, aber schon ein paar. Ich kenne auch noch nicht alle. Wenn ihr das Buch in die Hand nehmt, könnt ihr einmal schießen drücken und dann die Fähigkeit auswählen. Entweder auf dem linken oder rechten Platz, die ich eben schon erwähnt hatte für Fähigkeiten. Dann habt ihr eben mit Q oder E auf Tastatur zwei verschiedene Fähigkeiten, wenn ihr eben zwei Bücher eingesammelt habt, die ihr dann auch immer austauschen könnt, um dann halt zwei Fähigkeiten zu benutzen. Die laden sich auch immer wieder auf, also die könnt ihr einfach mal testen, auch wenn kein Gegner da ist, wenn ihr wisst, wie ihr die einsetzen könnt. Außerdem gibt es rechts unten über den drei Stats auch noch eine Leiste. Ich glaube, da ist das Ziel am Anfang 500 und dann müsst ihr eben 500 Damage an irgendwelchen Gegnern machen und dann kriegt ihr eine bestimmte Fähigkeit, irgendeine zufällige, da gibt es sehr, sehr viele, also nicht die aus den Büchern, sondern irgendwie, dass ihr schneller heilt oder sowas, so wie aus den Tränken. Und dann, wenn ihr dann 500 Schaden gemacht habt, kriegt ihr eben so eine Fähigkeit, die dann da auch steht. Und dann steht ja zum Beispiel als nächstes die 1000. Wenn ihr dann 1000 Schaden gemacht habt, kriegt ihr noch eine. Und so könnt ihr das, glaube ich, unendlich oft machen. Aber auf jeden Fall mega, mega oft. So viel schafft man gar nicht in einer Runde. Und desto mehr Schaden ihr macht, desto mehr Kills ihr macht quasi, desto mehr Fähigkeiten bekommt ihr und werdet immer besser. Wenn ihr spielt, wird euch auch auffallen, dass überall so blaue Sterne sind und die füllen über euren Leben so eine blaue Sternschnuppe aus. Und wenn die voll ist, dann könnt ihr den Supermodus aktivieren. Das füllt sich auch auf, wenn ihr Schaden macht, aber hauptsächlich durch die Sterne, die man einsammeln kann, so wie irgendwelche Coins. Und wenn ihr diesen Supermodus aktiviert, heilen erstens eure Leben mega schnell, falls ihr gerade nicht voll seid. Und zweitens machen alle eure Attacken mehr Schaden und ihr habt nur noch eine super Attacke, die dann, wo dann in der Mitte steht, mit welcher Taste ihr das machen könnt. Und den Supermodus, sobald eben die Sternschnuppe voll ist, habt ihr die ganze Zeit zum Aktivieren bereit. Ihr könnt ihn natürlich auch direkt aktivieren, aber könnt ihr euch aussuchen. Ihr könnt natürlich danach, wenn ihr den aktiviert habt und genug nochmal findet, den wieder aktivieren. Und sobald ihr irgendwann tot seid, also ausgenockt seid und nicht mehr aufstehen könnt, also eigentlich tot werdet, aber noch den Supermodus nicht aktiviert hattet, aber voll hattet, dann aktiviert er sich automatisch und ihr werdet irgendwie mit 300 oder 400 Leben wiederbelebt, aber da müsst ihr dann schnell abhauen, weil dann sterbt ihr meistens vom gleichen Gegner nochmal, weil ihr dann eben low seid. Das war es jetzt mit dem kurzen Anfängerguide zu Rumbleverse. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich mehr Videos dazu machen soll. Und was ich euch nur empfehlen kann, ladet euch das Spiel runter und ciao.